Viele große und kleine Fans haben am Dienstagnachmittag den Weg ins KfV-Stadion in Wiesbaden gefunden, um dem deutschen Nationalteam der Fußballdamen beim Training zuzuschauen. Mit einer halben Stunde Verspätung kamen die Ladies dann auch gut gelaunt auf dem Trainingsgelände an. Für Svenja Huth, die bis 2015 beim 1. FFC Frankfurt unter Vertrag stand, war es fast wie eine Art nach Hause kommen. Ja, ist natürlich ein schönes Gefühl. Alte Heimat, so ein bisschen, so ein kleines Stück. Von daher habe ich mich gefreut, dass die Maßnahme jetzt, oder das erste Länderspiel in Wiesbaden stattfindet. Werden auch am Freitag beim Spiel einige bekannte Gesichter wiedersehen. Und daraufhin wollen wir uns konzentriert vorbereiten und freuen wir uns. Auch für Alexandra Popp war es eine Art Rückkehr. Die 26-Jährige war verletzt und konnte daher nicht an der Europameisterschaft vom 16. Juli bis 6. August in den Niederlanden teilnehmen. Jetzt durfte sie nach langer Verletzung wieder zurück zum Nationalteam. Also ich freue mich, wieder hier im Kreise der Nationalmannschaft zu sein und dass Steffi mir auch wieder das Vertrauen gegeben hat, mich dann auch wieder einzuladen. Ich habe natürlich ein paar Wochen gebraucht, dann auch in der Liga hatte ich die ersten Spiele noch ein wenig ausgesetzt und die Zeit brauchte ich auch einfach, um mich wirklich komplett fitnessmäßig wieder auf ein Top-Niveau zu begeben und ich fühle mich gut und bin froh, wieder hier zu sein. Die Mannschaft hat mich wieder gut aufgenommen, sage ich jetzt mal. Und ich bin sehr gespannt, dann, was es am Freitag gibt. Am Freitag begegnet das Team von Bundestrainerin Steffi Jones ihrem wohl erstmal schwersten Gegner. Island kommt in die hessische Hauptstadt. Und auf dieses Match bereiten sich die Fußballdamen am Dienstag in Wiesbaden eisern vor. Denn dieser Gegner sollte nicht unterschätzt werden. Die sind robust, sehr zweikampfstark, aggressiv. Die machen einem immer das Leben sehr schwer und können auch natürlich gut Fußball spielen. Gut Fußball spielen, das kann das Team von Steffi Jones auch. Immerhin ist die deutsche Frauennationalelf neben den USA die erfolgreichste der Welt. Die Auswahl ist zweifacher Weltmeister, achtfacher Europameister und gewann 2016 die olympische Goldmedaille. Wie sich das Team am 17. August in Wiesbaden gegen Island schlagen wird, bleibt abzuwarten.